Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ich habe jetzt gegen das Bauen entschieden, also habe ich in der letzten Folge. Und wir gehen jetzt mit diesen anderen Ödlandbewohnern sprechen. Moment, wir haben es genau hier. Die ersten Schritte, sprich mit den Siedlern bei Oberland Station. Das werden wir jetzt tun. Bisschen mehr Action hier reinbringen und nicht irgendwas rumfriemeln. Ich hoffe, die können erstmal auf sich alleine aufpassen. Die haben ja ihren schwarzen Freund. Nein, das ist nicht rassistisch. Danke. Hier haben wir die Tankstaller. Hätte ich mich auch einfach niederlassen können, oder? So, als mein persönlicher Lagerplatz. Moment. Das könnte ich dann mitnehmen. So als Nahrungsquelle. Was haben wir hier? Ölkanister. Benutzter Ölkanister. Das heißt, es ist nichts mehr drin. Das heißt, es ist unbrauchbar. Na, Dogmeat, was geht bei dir? Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit weg das ist. Generell ist ja irgendwie... Es ist beunruhigend ruhig. Ich habe eher mit irgendwie mehr Viechern hier draußen gerechnet, die mich angreifen. Fertig machen wollen. Aber irgendwie das Gegenteil. Nichts. Klar, ein paar Raider, aber dafür auch ausgleichend Leute, die uns helfen wollen. Es ist ein bisschen suspekt. Kann man hier in den Autos überhaupt irgendwas finden? Weil davon gibt es ja echt genug. Oh, hier unten, hier gehen die FPS runter. Von 60 auf, also 45. Heißt, hier ist irgendetwas. Nur was weiß ich noch nicht. Was ist das? Dass irgendwas mutiert ist. Dann gehen wir mal jagen, wa? Ey! Die Red Hirschkuh rennt weg. Ich bin echt der beste Jäger, wo gibt. Wo ist die hin? Ey! Die hat auch zwei Köpfe. Ich werde dich von deinem Leid erlösen. Nicht normal, ey. Zweiköpfige Hirsche. Wow. Was ist das denn? Den einen Kopf hat es zerfetzt. Hätte er überleben können, hat er noch einen. Na dann komm mal mit, Dogmeat. Moment, da ist ein Geschütz. Das gefällt mir nicht. I'm friendly. Deckung! Hier, dort drüben. Du sollst hierher kommen. Lief semi-optimal. Ach, Kacke. Ich hab nicht abgespeichert, oder? Aber wir sind schon Level 4. So lange kann der letzte Speicherpunkt nicht her sein. Aha. Ich habe ein ungutes Gefühl. Logbuch ist vielleicht nicht das Richtige. Mann, ich will oben wechseln. Daten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich unterbreche das kurz hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache nochmal den ganzen Mist hier. So, und da sind wir dann auch wieder zurück. Ja, ich habe einfach wieder die Dinger dahin gebaut, wo ich sie vorher gebaut habe. Und
Hab wieder ein Steampack verbraten? Ja, es tut mir leid. Das ist so gewöhnungsbedürftig. Warum ist Steampack nämlich auf der 0? Damals war das, glaube ich, auf R. Also, weiß nicht. Das ist ungewohnt. Jetzt müssen wir halt erstmal hier wieder zurücklaufen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt schon die Aufnahme gestartet habe. Weil ein kleines Stückchen ist es ja noch. Ich glaube aber, der Plan diesmal ist es, sich nicht genau neben das Atomauto zu stellen. Und auch nicht direkt auf die Leute dazu zu rennen, zu denken, hey Leute, ich bin euer Freund. Wie sieht's aus? Denn im Ödland hat man keine Freunde. Man scheint auch keine Waffen. Doch. Wir laden mal unser Superlaser-Impulsgewehr des Todes auf. Das ist schon wieder Schüsse, ne? So, das Super-Duper-Impulsgewehr des Todes ist aufgeladen. Und warum steht hier plötzlich kein Auto? Ja, es ploppt einfach alles vorher auf. Okay. Bethesda, du hast was zu fixen. Dann spielen wir mal auch in First Person. Speichern ab, das ist wichtig. Und geben dir... Scheiß Deckung! Inventar. Splittergranaten. Okay. Oh! Da ist jemand geflogen. Au! Au! Ja, oh Mann, der Fund vermisst mich jetzt schon. Mann, wir brauchen einen Plan. Wir rüsten jetzt die Granaten aus. So. Die Granaten sind ausgerüstet. Gewehr ist aufgeladen. Wer ist denn da ein Scharfschütze? Der braucht 2 Schuss. Verdammter Mist. Wo hockt die drin? Ist das da oben der Scharfschütze? Könnte sein. Ich sehe die ganzen Waffen von denen nicht. Schlecht? Besser. Repetiergewehr, gleich langsames Repetiergewehr. Freundblase. Schweig still. Schweigen die Tiere. Auch keine Munition mehr. Sehr gut! Stab in dir, Tiger. Hör auf, das Auto zu schießen! Oh! Oh! Das ist Gewehr! Lauf, Faust, lauf! Ich hoffe, das Gewehr ist nicht sonst da wohl hingeflogen. Wir werden jetzt hier ein bisschen verstrahlt, aber... Was muss, das muss. Hallo. Was? Nein. Fuck, ich habe mich verdrückt. Fuck, geht doch endlich. Geht doch.
großes Gewehr. Das Gewehr wurde weggepustet. Aber ich will das Gewehr. Ja, schau an, crazy. Mann, das ist doch Mist jetzt. Kann ich? Hey. Such irgendwas. Oh, geh mal da hinten. Geh dorthin. Geh mal da hinten gucken. Guck dir die Leiche an, Kumpel. Ja, wir tragen zu viel. Ich hab's verstanden. Ich brauch das alles, ganz klar. Oh, das... What? Ich glaube, ich habe ein neues Waffelchen als Nahkampfwaffe. Nett. Oh, ich habe bei Kleidung halt ziemlich viel. Gunnar Wachbekleidung. Beine. Eins, eins. Ach so. Da hat nur dafür da angezeigt. Alles klar. So, dann brauchen wir noch linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Wie war das Gammler-Outfit gehabt? Hm. Ja gut, du kannst weg. Oh, wo steht unser Gewicht, was wir dran können? Da unten. Oh Gott! Na, guck mal hier. Die wiegen nichts, oder? Nö. Nur denn? Was wiegt denn hier so viel? Achso, hier, Raider-Rüstung. Okay. Kann weg. Ihr habt mich überredet. Gammler-Outfit 10 Kilo. Alles klar. Billardkühl brauchen wir auch nicht. Tja, und da wird schon kritisch. Wiegt hier alles nicht? Schrott! Welcher Schrott wiegt richtig viel? Auch nicht. Aber wo haben wir das ganze Gewicht her? Das geht doch gar nicht. Das muss reichen. Das ist interessant. Ja, ich weiß, sieht komisch aus. Okay? Wir brauchen etwas, was wir drunter ziehen können. Oh, das ist cool. Ist das cool? Ja, das ist cool. Das kann man so machen. Dann werden wir uns ja mal umsehen. What the fuck? Was ist da? What the fuck? Bist du bescheuert oder so? Oh oh. Du sollst nicht auf meinen verdammten Hund schießen, du Arschloch. Was war das denn jetzt? Da ploppt einfach ein Typ vor mir auf. Ja, hier. Moi. Mein armes kleines Baba. Okay, Freunde von Bethesda. Ihr habt noch ein wenig zu tun. Kann doch nicht angehen, dass da einfach Leute vor mir aufploppen. Oh, wir gehen mal wieder in First Person. Es ärgert mich, dass das Snipergewehr weg ist. Sehen wir es von hier? Gut, wenn ich überlege, wie weit die letzte Leiche geflogen ist, sie ist bis dahinter irgendwie.
ja. Naja, man kann nicht alles haben, sage ich immer wieder. Ich weiß, vielleicht eine schlechte Ausrede. Aber was soll ich machen? Ich werde ja jetzt nicht stundenlang rumlaufen, um ein Gewehr zu suchen. Kommen wir denn da hin? Ah, ich habe langsam das Gefühl, wir sollten vielleicht nicht hier sein. Das ist schon einiges schwieriger als Fallout 3, wenn ich mal überlege. Da konnte man einfach durchrennen, viel machen. Ah, hier hat man schon von Anfang an ziemlich große Freiheiten. Hör mal auf. Von da hinten. Einfach immer so drauf schießen. Sollte funktionieren, oder? Ist sehr gut sogar. Hör mal auf zu schießen. That is my Autobahn. Schmutziger schwarzer Anzug? Nein. Lässiges Outfit. Schaltplatte Militärstandard. Nein, ich will nicht zu viel tragen. Okay. Ah, Ehring. Ganz wichtig. Oh, wir haben zweimal Ehring. Klar, von ihr den auch nochmal. Ach, hier steigert Stärke und Beweglichkeit. Raiderleder macht aber mehr Rüstung. Zwei mehr. Wo die Stärke und Beweglichkeit, dann können wir auch mehr tragen. Wir brauchen nur einmal Lederkombi und wir brauchen gar kein Bargurtzeug. Bei den Waffen. Ach, die Waffen wiegen so viel. Impro-Repetiergewehr. Ich glaube, das Impro-Revolvergewehr kann weg. Obwohl, das verwendet noch andere Munition. So als Ersatz wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben auch erstmal wieder genug Platz. Ja, wir hätten da auch gar nicht lang gemusst. Verdammter Mist. Na, das ist auch schlecht lang zu gehen. Können wir da irgendwie hoch? Nee. Da lang geht's auch nicht. Da hinten lang. Ja, da steht auch jemand. Oho. Dadurch, dass das Ding hier echt mächtig ist, werden wir es doch einfach weiter benutzen. Bleib stehen. Upsi. Da hat auch wieder so ein Gewehr. Oh Gott. Oh Gott. Den könnten wir treffen. Abbruch. Nein! Lad auf! Oh! Das hier ist echt kein Zuckerschlecken. Leguan am Stiel. Lecker. Oh, Militärbarett. Cool. Grünes Gunner-Halstuch. Okay. Ah, Lederrüstung. Kann man gebrauchen. Duck me, komm da weg. Hund. Wie soll das so funktionieren? Ich muss hier jetzt mal ein Stimpack reindrücken. Oh moi. So, alles gut. Ich muss ihm aber auch ein Stimpack geben. Der tut mir dann immer voll leid. Oh, habe ich schon an. Ich Dummi. Ah, hier, Militärbarett. Zack. Und, wo ist das Tuch?
Okay, die Gasmaske macht natürlich... Die Gasmaske macht wenigstens was. Behalten wir doch lieber die. Okay, wir sind schon ein krasser Typ geworden, muss ich mal sagen. Und wir sind ein zu schwer beladener, krasser Typ. Ein Scharfschützengewehr. Sagt mir gar nicht falsch. Ihr hört Diamond City Radio. Hm, nicht viel. Und ich, ihr wisst schon, ich bin's, Travis. Ja, wir müssen irgendwas weglegen. Hier kommt Civilization von, 15 zu viel. Genau. Und jetzt hört man die Musik so gut, weil es still ist. Verdammter Mist! US-Flagge. Wer braucht US-Flaggen? Oh nein, ich habe alles neben gedrückt. Ablegen. Lagern. Ja, sehr gut. Fusionskern werden wir nicht weglegen. Das Gammler-Outfit kann jetzt weg. Sieht zwar cool aus, aber... Was ist das denn? Aha. Dreiecke von US-Flagge. Das ist, es wiegt alles nicht. Warum sind wir so schwer beladen? Versteh's nicht. Ja gut, das wiegt schon ein bisschen was. Das wiegt noch mehr. Ach, man kann nicht alles haben. What? Dreck. Oh, dreimal Laserpistole. Würde ich gern behalten. Die Rüstung brauchen wir nur eine. Aha! Da haben wir den Salat. Das wiegt alles zu viel. Guck dir das an. Reicht erstmal. So. Das Geschützturm ist schon gelootet. Es wird schon wieder dunkel. Und wir sind fast tot. Ich weiß nicht, wie viele Stimpacks wir noch haben. Ich weiß nicht, ob man sich durch Rasten... noch irgendwie heilen kann. Und ich weiß auch nicht, wie weit es noch ist. Dann ist ein Haus. Wir gehen mal gucken, ob sich da rasten lohnt. Ob das was bringt, wenn wir da hinkommen. Oh je, wir sind dem Tode nah. Wo bist du, Doc? Da. Immer schön bei mir bleiben, bevor du noch irgendwie verloren gehst. Also eigentlich will ich nur meinen Sohn finden und meine Frau rächen. Und dann hast du den Salat da. Vielleicht kriegen wir den... Moment, wir haben doch ein neues Gewehrchen. Vielleicht kriegen wir den ja damit so gut wie möglich tot. Gehärtete Scharfschützengewehr. 55 Schaden. Hallo, Teddy. Put, 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 put. Oh. Ich bin der Jäger. Der Jäger. Bleib stehen. Blöder Bär. Guck mal, der soll zu schwer für mich sein. Böser Bär! Und du bist schon wieder am Abnippeln! Oh Gott, so viel Stimpacks habe ich doch nie im Leben. Ich glaube, der Hund, so gern ich ihn habe, er ist echt putzig, aber ich glaube nicht, der bleibt dauerhaft unser Begleiter. Also kann er gar nicht. Improvisole mit Leuchtvisier. Ach, wir sind wahrscheinlich gleich schon wieder zu schwer beladen. Also kann nicht so lange unser Begleiter bleiben, weil der rennt ja immer rein und gegen so eine Viecher im Nahkampf fast halt einfach... Hallo?
Okay, ich dachte, das ist eine Bombe oder so. Todeskrallenhaut? What the fuck? Und ich bin schon wieder zu schwer geladen. Impro-Pistole, 15 Schaden. 10 mm, 21 Schaden. 10 mm Automatikpistole, 14 Schaden. Warum haben wir die noch lange nicht ausgerüstet? So. Schlagring? Wann haben wir einen Schlagring aufgehoben? Braucht keiner. Splittermiet, wie viel wiegen die? 0,5. Es geht sogar. Verdammter Mist. Wir haben zu viel Waffen. Wir müssen endlich irgendwann mal was verkaufen. Ich sehe was von Haltbarkeit. Nee, ne? Die benutzt doch dieselbe Munition wie das Scharfschützengewehr, oder? Gattisches Scharfschützengewehr. Ja, ist dieselbe Munition. Macht aber weniger Schaden. Das heißt, brauchen wir eh nicht großartig. Impro-Pistole? 8 Stück. Tja, ich glaube, das erklärt einiges. Immer noch. Das sind zu viele. Ich brauche einfach gar keine. So. Waffen-Explosion. Wow. Alles okay. Rückzug. Nein. Das war vielleicht eine dumme Idee, sich mit dem anzulegen. Warum kann ich im VATS keine Granaten werfen? Keine HP mehr. Es geht hinter mir! Und ich komme gleich. Du bist gleich gerettet. Oh fuck. Das war fett selber wegsprengen. Scheiße. Oh, er hat mich einmal gehauen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Oh Gott. Autsch. Achso, stimmt, wir hatten die noch nicht ausgerüstet. Es war nicht so gemeint. Hundi! Achso, dir geht's nicht gut. Dachte ich mir. Mine. Hey! Drecksack, jetzt habe ich dir extra eine Mine hingelegt. Komm jetzt. Oh oh. Warum ist die Mini nicht explodiert? Da ist sie explodiert. Na? Wie schmeckt dir das? Oh, nicht sehr gut. Oh, Gott. Shit.
ist echt ziemlich hart. Moment. Dockweed steht auch auf, wenn wir keine Stimpaks haben. Wie, und hier gibt's nichts. Was ist das Klemmbrett? Das war's? Wirklich? Nein, eine Angel. Supi. Ach komm schon, das kann's jetzt nicht gewesen sein. Da drin waren wir schon. Und hier drin waren wir auch. Das war doch alles. Mist. Egal. Folge mir, Hund. Wir müssen weiter ins Ödland. In der nächsten Folge, denn diese ist hier zu Ende. Wir haben zwei. Hund, aus! Danke. Zwei so eine Yao, Gui, Viecher, Bären getötet. Finde ich klasse Leistung. Hat zwar etwas gedauert und hat viel Munition verbraucht, aber wir haben sie getötet. Und ich würde sagen, während ich ein Devil-Up mache, verabschiede ich mich schon mal von euch und wir sehen uns beiden beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich will runter. Achso, rechte Maus. Verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.